Wer hat uns verraten? Freie Demokraten. Das war einer der vielen lauten Protestrufe gestern Abend vor der FDP-Parteizentrale hier in Berlin. Das Entsetzen ist groß über die Wahl des liberalen Ministerpräsidenten in Thüringen, die nur mit Hilfe der AfD möglich wurde. Die Kanzlerin spricht von einem unverzeihlichen Vorgang. Und 24 Stunden nach dem Amtseid von Thomas Kemmerich drängt FDP-Chef Lindner auf Rücktritt seines Parteifreundes. Die Luft brennt bei CDU und FDP. Für morgen sind Sondersitzungen geplant. Und Lindner will die Vertrauensfrage stellen. Thüringen am Tag danach, FDP und CDU unter Druck. Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend aus Berlin. Schauen wir nach Erfurt und natürlich auf die Reaktion hier heute in der Hauptstadt. Ich begrüße Sergei Lochthofen. Er ist Publizist und er war der Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Herzlich willkommen. Benedikt Neff ist bei uns. Er ist Deutschlandkorrespondent der Neuen Züricher Zeitung. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Laura Christine Krause. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Organisation More in Common, also mehr Gemeinsames, und hat eine Studie über den gesellschaftlichen Zusammenhalt verantwortet. Und herzlich willkommen Daniela Fates, Parlamentskorrespondentin des Redaktionsnetzwerkes Deutschland RND. Herr Lochthofen, schauen wir erstmal nach Erfurt. Heute also FDP-Chef Lindner, der sagt, so geht es nicht. Der neue Ministerpräsident soll eigentlich zurücktreten und den Landtag auflösen. Was ist da los in Erfurt? Aber gemacht hat er es ja nicht. Bis jetzt hat er es noch nicht gemacht. Das ist das Seltsame an diesen Dingen. Eigentlich immer wieder werden die Backen aufgeblasen und dann passiert nicht das, was eigentlich erhofft, aber auch erwartet wird. Man ist zumindest nach 24 Stunden zu der Überzeugung gekommen, dass gestern irgendetwas passiert ist, was so nicht zu halten ist. Also wenn Lindner jetzt die Vertrauensfrage stellt, in Berlin, er war ja nicht in Erfurt, er war nicht dabei bei den Abstimmungen, muss ja was Schlimmes vorgefallen sein. Aus diesem Grunde würde ich sagen, wäre ja ein Rücktritt eigentlich angemessen. Das wäre ja interessant zumindest in jeder Hinsicht, dass es nicht passiert. Wir haben weiterhin eine Zitterpartie. Sie gehen aber schon davon aus, dass es passiert? Ja, aber ich möchte sowas erstmal sehen. Ich meine, ja, gestern sind alle davon ausgegangen, dass Ramelow gewählt wird, aber es ist nicht passiert. Das ist das Gegenteil davon passiert. Das heißt, wir müssen das sehen. Thüringen steht im Brennpunkt, aber eben, sag ich mal, nicht sehr gut da. Eigentlich verdient das Land das nicht und die schöne Stadt Erfurt auch nicht. Aber wir müssen da durch und ich glaube, darüber können wir ja auch noch diskutieren, im Osten passieren jetzt Umbrüche, die möglicherweise für ganz Deutschland anstehen, weil einfach diese Vielparteienlandschaft dazu führt, dass die Verhältnisse unklar werden, dass auch diejenigen, die da Verantwortung tragen, sich verheddern, überhaupt nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Ja, es ist ja gestern so passiert. Und ich erwarte ja auch von der CDU ein klares Wort, nur das reicht mir nicht aus, wenn Frau Kanzlerin irgendwo in Südafrika etwas erzählt. Es muss ja in Thüringen passieren etwas. Okay, Herr Neff, was ist Ihr Kommentar dazu? Welches Signal geht davon aus? Es gab wirklich eine Menge Entsetzen, auch internationale Aufmerksamkeit, dass zum ersten Mal ein Ministerpräsident von einer rechtsextremen Partei gewählt wurde. Was ist Ihrer Meinung nach das Signal, was ausgeht von dort? Ja, also ich habe eigentlich dieses ganze Entsetzen auch von Anfang an als ein bisschen übertrieben wahrgenommen, muss ich sagen. Ich fand die ganze Empörung letztendlich auch von der CDU und von der FDP, von den Bundesparteien, die also sozusagen ihre Leute da auch in Thüringen wirklich völlig im Regen stehen lassen haben, fand ich ein bisschen merkwürdig, auch irritierend. Weil ich finde, man muss schon auch noch mal ein bisschen zeigen, was da eigentlich passiert ist. Es ist ein FDP-Kandidat gewählt worden, also ein Bürgerlicher, ist Ministerpräsident geworden. Es war eine freie demokratische Wahl. Das hat man zum Teil dann auch fast den Eindruck bekommen, das sei irgendwie etwas völlig Illegales abgelaufen oder so. Und es hat ja... Also Herr Kemmerich, der gewählt wurde, hat von Anfang an klar gesagt, es gibt keine Kooperation mit der AfD. Also er hat nicht eine Regierung mit diesen Rechtsextremisten gemacht. Und das finde ich schon noch. Gewählt wurde, finden Sie kein Problem? Ja, da würde ich einfach mal ganz generell sagen, das ist ein großes Problem für die bürgerlichen Parteien, für die FDP und die CDU. Wie verhalten sie sich überhaupt? Sind sie jetzt sozusagen immer schuldig, wenn sie irgendwie mal von der AfD gewählt werden oder wenn die für Vorlagen von ihnen stimmen? Ich meine, das kann man sich vielleicht vergegenwärtigen, wenn man sich mal vorstellt, sagen wir, Ramelow wäre mit irgendwie 2-3 Stimmen, spaßeshalber oder wie auch immer, von der AfD mitgewählt worden. Wäre es dann eine Skandalwahl geworden? Hätte er dann irgendwie sich entschuldigen müssen für diese Stimmen?
Okay, ich glaube, heißt es denn, aber Sie finden das jetzt übertrieben, dass Kemmerich jetzt zurücktreten soll? Nein, das finde ich jetzt mittlerweile natürlich nicht übertrieben, weil man sieht, er hat gar keine Basis, oder? Also ich meine, ich wollte nur mal so ein bisschen auf den moralischen Aspekt eingehen, dass das nicht unbedingt eine kluge Vorgehensweise war von der FDP und der CDU, das glaube ich auch. Weil letztendlich war der gesellschaftliche Rückhalt nicht gegeben. Also man hatte Umfragen, die zeigten, die Leute wollen eigentlich Ramelow im Amt halten. Irgendwie der Ding war nicht gegeben, der Rückhalt der Bundesparteien in Berlin. Dann hatte man die AfD, die einen irgendwie antreibt, Opposition von den linken Parteien. Also eigentlich katastrophale Ausgangslage. Ich hätte sie kaum auf dem Stuhl. Also. Ja. Genau. Moment, Frau Fares, was sagen Sie, was ist das für ein Signal? Würden Sie dem Kollegen Neff da zustimmen, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist? Nee, das ist natürlich nicht meine Meinung. Es ist ja auch nicht jetzt irgendeine Wahl gewesen. Die haben ja nicht über den Fußbodenbelag im Landtag abgestimmt, sondern der Ministerpräsident ist gewählt worden mit den Stimmen der AfD. Ohne die AfD wäre der FDP-Mann nicht ins Amt gekommen. Das heißt, die AfD hat da eine entscheidende Rolle gespielt. Und die AfD ist in Thüringen besonders, anderswo auch, aber in Thüringen eben besonders, eine Partei, die stark durchsetzt ist von rechtsextremen Leuten. In Thüringen haben wir den Flügel, der die AfD dort dominiert. Höcke, der Fraktionsvorsitzende, ist dort ist die treibende Kraft des Flügels, der Vorsitzende des Flügels. Also es geht nicht um irgendeinen Vorgang und es geht auch nicht um irgendeine Partei, die der FDP da ins Amt verholfen hat. Deswegen ist das schon eine gravierende Sache, die man nicht einfach so beiseite schieben kann und demokratische Wahl schon. Aber es gibt ja auch bei einer demokratischen Wahl Voraussetzungen. Und wenn die Parteien, die daran teilnehmen, im Grundsatz sich festgelegt haben, wir kooperieren nicht mit Parteien, die wir nicht für demokratisch halten, dann relativiert sich das dann eben doch ganz stark. Es gab klaren Unvereinbarkeitsbeschluss sowohl bei der CDU als auch bei der FDP. Frau Krause, was war Ihre Reaktion? Und finden Sie, es gab gestern jede Menge Proteste, ich habe es am Anfang gesagt. Also da hat man gemerkt, auch wenn man in den sozialen Medien geschaut hat, wie viel Aufregung es da gab. Wie kommt das, dass man sich auch außerhalb Thüringens so darüber aufregt? Ja, also ich würde sagen, meine Twitter-Timeline war sich selten in einer Sache so einig wie gestern. Das hat mich sehr überrascht, wirklich quer durch verschiedenste politische Lager. Und was mich, ich glaube, schon ein besonderer Vorgang. Und ich glaube, wir müssen uns den jetzt auch in den nächsten Wochen sehr genau anschauen, weil was mich wirklich besorgt, ist der Schaden für die repräsentative Demokratie und auch für Demokratinnen und Demokraten, der da eigentlich angerichtet wurde. Und ich glaube, der ist halt jetzt nicht so schnell gelöst. Man wird irgendeine Lösung jetzt finden, ob der Landtag aufgelöst wird oder nicht. Aber es bleibt ein Schaden bestehen. Und das hat für mich ganz viel mit Vertrauen in demokratische Strukturen und auch in demokratische Akteure zu tun. Weil was wir eigentlich sehen, ist nicht vorbereitete Akteure. Also man hätte ja auch vorher mal durchrechnen können und sich auf dieses Szenario noch mal besser vorbereiten können, als das der Fall war. Die AfD schien ja vorbereitet. Die AfD genau, hat das ja sehr klar. Genau, ich glaube, wir wissen, wer sehr gut gerechnet hat vorher. Ja. Und wir sehen unfassbar viele Taktikmanöver. Auch die ersten Äußerungen aus der FDP waren ja nicht eindeutig, haben nicht für Klarheit gesorgt. Und das in einer Zeit, wo, sag ich mal, das Vertrauen in die Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, gerade nicht so ausgeprägt ist. Und ich glaube deswegen auch nicht alles, was nach demokratischen Prozedere passiert, ist am Ende auch demokratisch, weil da wäre jemand Ministerpräsident geworden oder ist es jetzt gerade in diesem Moment, wo wir sprechen noch, der nur von 5,001% der Wähler gewählt wurde. Das ist nicht die Umsetzung des Volkswillens aus meiner Sicht an der Stelle. Das kann man eigentlich Menschen auch nicht erklären, warum so jemand dann Landesvater ist. Und es gibt ja auch noch einen Punkt der Glaubwürdigkeit, das muss man auch noch dazu sagen. Sowohl FDP als auch CDU haben vorher ganz klar gesagt, wir machen nichts mit der AfD. Das sind Rechtsextreme, wir kooperieren nicht mit denen in gar keiner Art und Weise. Und was haben sie gemacht? Sie haben faktisch doch kooperiert, denn das war ja kein Zufall. Das ließ sich ja absehen. Also die sind da sehenden Auges reingelaufen. Ja, aber bevor wir weiter diskutieren, vielleicht nochmal, also das, weil das heute ja ganz klar war, auf einmal nach all den Reaktionen, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und das hat dann Christian Lindner auch gemerkt, der gestern sich anders noch etwas geäußert hatte. Deshalb schauen wir nochmal kurz einen kurzen O-Ton von Christian Lindner, der jetzt heute dann nach Erfurt gereist ist und dann angekündigt hat, dass er die Vertrauensfrage stellen möchte. Völlig klar, ein weiter so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Und deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen. Und ich beabsichtige auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes
die Vertrauensfrage zu stellen. Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen. Aber ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums versichern. Und deshalb gibt es morgen in Berlin eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand. Und morgen gibt es auch eine Präsidiumssitzung der CDU. Wir haben diese Sendung aufgezeichnet, aber um 20.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz von Annegret Kramp-Karrenbauer und Mike Moring. Da sind wir auch sehr gespannt, Herr Lochthofen. Wenn Sie das aber hören, was Herr Lindner da eben gesagt hat, da merkt man ja schon, da ist jetzt ordentlich Druck im Kessel, da brennt die Hütte. Wie? Ja, ist auch richtig so. Also ich kann den Kollegen aus der Schweiz nicht verstehen. Es mag sein, in der Schweiz ist man schon einen Schritt weiter. Da sind Rassisten und Nationalisten und was Narzissten vielleicht sogar ganz normal schon im Parlament, wie in Österreich zum Teil. Man koaliert, arbeitet zusammen, dann erfährt man ab Ibiza irgendetwas Echtes dazu, zu diesen ganzen Dingen. Da ist Deutschland noch nicht so weit, da bin ich auch froh. Und ich bin auch froh letztlich nach den Ereignissen von gestern, dass in Thüringen jetzt sozusagen man auf dem Acker gelandet ist und jetzt wieder irgendwie auf die Straße rauskommen will. Ob uns das gelingt, das sieht ja im Augenblick auch nicht so toll aus. Aber die Tatsache allein, dass heute aus der Thüringer CDU nichts kam, die FDP hat ja gezeigt, also das geht so bei ihnen nicht weiter, auch wenn der FDP-Vorsitzende in Thüringen und Ministerpräsident nicht zurückgetreten ist. Ich betone das, das möchte ich erst noch sehen, dass das passiert. Aber man zeigt doch, dass man in Deutschland nach wie vor noch eine Sensibilität dafür hat, dass man 90 Jahre später, Sie müssen ja daran denken, in Thüringen ist der erste NSDAP-Minister 1930 gewählt worden. Das heißt, das hat ja fast sozusagen Tradition an dieser Stelle. Und insofern ist die Empörung auch berechtigt. Die Proteste, die nach so einer Entscheidung kommen, ich würde sagen, es ist richtig so, aber die würde ich jetzt nicht so hochhängen. Es sind jetzt nicht Zehntausende und Hunderttausende, die da auf die Straßen gehen. Emotional verstehe aber ich die Leute. Ziemlich schnell haben ich verstehe formuliert. Die Leute emotional, ja, aber das muss man jetzt nicht überbetonen. Aber die Tatsache, dass das so eine Erschütterung ist, gerade in den bürgerlichen Parteien, in den zwei, eine dritte gibt es nicht in Deutschland in dieser Form, ja. Auch wenn sie es behaupten von sich, die AfD. Sie sind nicht bürgerlich, sie sind nationalistisch und rassistisch und in Thüringen natürlich in besonderer Weise nicht koalitionsfähig für niemanden. Sie meinen jetzt CDU und FDP und die SPD. So, dass die beiden so erschüttert sind, finde ich richtig. Ich würde gerne noch was zu dem sagen, was Herr Neff gesagt hat, weil Sie sagen ja im Grunde, dass die Akteure nichts dafür können, wenn sie mit Stimmen der AfD gewählt werden oder wenn gewisse politische Vorhaben verabschiedet werden. Und ich glaube, da müssen wir einfach sehr sorgfältig sein, weil es ist ein Unterschied, ob bei einer gewissen Abstimmung auch mal ein paar Stimmen von der AfD dabei sind. Also wenn jetzt das Szenario gewesen wäre, dass Ramelow auch mit Stimmen der AfD gewählt worden wäre. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man seine Macht auf AfD-Stimmen begründet. Und die eine Stimme, die jetzt die Mehrheit begründet, ist die Stimme von Herrn Höcke. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Und ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen mit Sprache und dass wir uns auch immer alle so ein bisschen hochkochen gegenseitig. Aber das ist ein Dammbruch. Und das ist ehrlich gesagt ein Moment. Ich hätte jetzt vermutet, bei so Debatten landen wir eigentlich erst in 2 Jahren oder so. Dass wir das schon am gestrigen Tag hatten, hat mich überrascht. Also ich möchte auch da die AfD in Thüringen ganz besonders nicht verharmlosen. Ich hatte auch schon... Ich habe auch schon ein Interview mit Herrn Höcke gemacht. Ich verfolge das und sehe in ihm auch klar einen Rechtsextremisten. Also ich möchte auch gar nicht da irgendwie dafür werben, dass man mit dem eine Koalition macht, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich finde es richtig oder ich fände erst das wäre dann eben für mich jetzt eine Eskalation gewesen, wo ich finde, das würde eigentlich diese Empörung die könnte man dann verstehen. Aber für mich war eigentlich schon ganz klar, wie sich Kemmerich auch von der AfD distanziert hat. Und ich meine, bis jetzt konnte zumindest kein Journalist irgendwie nachweisen, dass die sozusagen wirklich miteinander das Pakt gemacht haben. Wir schauen, dass Kemmerich gewählt wird mit den Stimmen der AfD. Aber die AfD hat ja ganz klar gesagt, das war Kalkül und wir haben ihn dahin gebracht, dass er sich da zur Wahl stellt. Kann ich Ihnen ja helfen. Einen Tag vor der Wahl gab es Avancen, ganz offiziell in einem Interview der FDP an die SPD-Minister, sie könnten ja bei einer Regierung unter Kemmerich im Amt bleiben. Das heißt, die Rechnung, so naiv sind die beiden Herren nicht, sind sie so naiv, wie sie sagen? Da muss ich sagen, ist jetzt ganz schlimm um Thüringen. Nein. Also wie kann zwei Spitzenpolitiker so naiv sein, das nicht durchzurechnen und damit nicht zu rechnen, dass die AfD natürlich total in dieses Loch auch reinkriecht, ja? Das ist ja völlig absurd, wenn wir wirklich diese Naivität bei den zwei Spitzenpolitikern annehmen würden. Die Tatsache, dass ein Tag vorher im Interview das schon angeboten worden ist, heißt, sie haben das durchgespielt und haben eigentlich darauf gesetzt, dass der Aufstand, der da sein wird, aber
wie das in Deutschland ist. Nach 3 Tagen gibt es ein neues Thema und dann ist die Sache durch. Okay, gucken wir mal nach Berlin und die FDP hier. Morgen gibt es eine Sondersitzung des Präsidiums. Lindner will, wie eben gehört, um die Vertrauensfrage stellen. Frau Fates, wie viel Rückhalt hat Lindner und kann dieser ganze Eklat, kann das Lindner das Amt kosten? Kann es. Ich würde denken, er bleibt im Amt relativ wahrscheinlich, weil die FDP dann sich doch immer hinter ihren großen Vorsitzenden schart. Aber seine Situation ist natürlich so schwierig wie nie seit seinem Amtsantritt vor 7 Jahren, glaube ich, ungefähr. Das haben wir noch nie gesehen, dass sich so schnell so eine massive Widerstandsfront gegen seine Position aufbaut. Er hat sich ja gestern geäußert nach dieser Wahl und hat da so ein bisschen offen gelassen, wie es denn eigentlich weitergehen soll. Hat schon gesagt, mit der AfD nicht eigentlich, aber hat eigentlich diese Möglichkeit Neuwahlen erstmal vom Tisch gewischt und gesagt, erstmal probieren wir das mit der SPD und den Grünen und so weiter. Hat versucht, sozusagen SPD und die Grünen den schwarzen Redner sozusagen zuzuschieben, die Entscheidung zuzuschieben. Und da kam ja sofort Widerstand aus allen möglichen Landesverbänden, aus seinem eigenen, aus NRW vor allem auch, aber auch aus anderen Landesverbänden. Bundestagsabgeordnete haben sich geäußert und so weiter und so fort und den Rücktritt von Kemmerich gefordert. Also so massiv unter Druck ist Lindner noch nie gewesen. Aber warum hat er es nicht verhindert? Oder das ist die große Frage, denn eigentlich ist er ja immer der große Stratege. Aber ich denke, da hat er sich möglicherweise genauso verkalkuliert wie seine Kollegen da in Thüringen und hat gedacht, na ja, das ist jetzt 2 Tage vielleicht der große Sturm und dann beruhigt sich die Sache und dann haben wir, die FDP, einen Ministerpräsidenten, ist doch eine schicke Sache. Herr Lindner hat der politische Instinkt verlassen. Er hat einmal einen kapitalen Fehler gemacht, indem er nicht in die Regierung gegangen ist, also von der Spitze her, mit seiner Rhetorik, mit seinen Fähigkeiten. Hätte nach dem Bundestagswahl mit Jamaika, meinen Sie? Danach ist die FDP abgesackt. Das heißt, es gibt für viele keinen Grund mehr, sie zu wählen, weil sie nicht glaubwürdig ist. Und das ist jetzt der zweite, wirklich Verlust an Instinkt, zu schauen, was mache ich jetzt hier, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Und dieses Zögernde in dem Augenblick, Herr Kubicki hat es ja sogar begeistert empfunden. Das heißt also, man hat auch darüber geredet offensichtlich, man kannte das Thema. Und dass man jetzt langsam zurückrollt, auch immer nur im halben Schritt macht und noch einen halben Schritt macht, das zeigt einfach, dass er die Tragweite gar nicht dessen versteht. Ja. Und das ist nicht gut für so eine Partei wie die FDP, die immer an der Kante unterwegs ist. Weiß man dann noch, wofür die FDP steht wirklich? Ich glaube, wir sehen ja an vielen Stellen gerade eigentlich eine politische Führungslosigkeit. Also ich würde sagen, ein Stück weit geht das ja auch für die Union. Ich glaube, also bei der FDP gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder hat er sich wirklich vertaktiert oder seine Partei ist noch viel tiefer gespalten in dieser Frage und auch in welche Richtung es eigentlich strategisch gehen soll, als wir vielleicht vorher für möglich vermocht haben. Weil genau das, und ich glaube, das ist auch das, was Politik verdrossen macht und was Politik müde macht, genau dieses ein Statement rauszugeben, wo man eben sagt, wo man nicht sagt, okay, das geht so nicht, Leute, da muss ein Rücktritt passieren, aber auch sozusagen trotzdem noch so ein paar Worte einzustreuen, an denen sich dann die Parteikollegen festhalten konnten, dass ja doch eine Distanzierung zur AfD da ist. Das ist nicht Fisch, nicht, genau, es ist immer so, sowohl als auch, es ist immer Taktik. Und auch das ist ja oft der Vorwurf an Politik. Und worüber reden wir jetzt seit über 24 Stunden? Wir reden nicht über Ideen für Thüringen, wir reden nicht über die Menschen vor Ort, wir reden nur über die Mechanik von Politik und über Köpfe. Und das ist ein Schaden für die Demokratie, der bleibt uns erhalten. Herr Neff, was würden Sie sagen? Ja, also ich glaube auch, dass ich würde denken, dass Lindner vermutlich diese Wahl komplett unterschätzt hat. Und auch, ich meine, die meisten Leute haben ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass dieses Szenario tatsächlich eintreffen könnte. Und ich glaube, das war auch bei der FDP. Klartext, man hat die AfD geplant, unterschätzt. Führungsschwäche, ja, und man hat auch sozusagen dieses kollektive Potenzial unterschätzt, das da plötzlich zustande kommen könnte. Und ich glaube, der Image-Schaden für die FDP ist jetzt wirklich immens. Und zwar nämlich, ich meine, die FDP hat immer so ein bisschen 2 verschiedene Wählerschaften. Eher so ein linksliberales Publikum und dann eher ein rechteres. Und ich glaube, beide reagieren jetzt auf diesen Fall sehr sensibel. Die einen werden eine Gängelung sehen von Kemmerich. Sozusagen, jetzt kommt da Lindner aus Berlin und pfeift den zurück, mischt sich in die Landespolitik ein und so weiter. Und gleichzeitig hat man natürlich auch wirklich die enttäuschten, eher linkeren Wähler, die finden, Tabubruch, FDP hat sich dem Faschismus verkauft. Ja. Ich habe an der Stelle die Befürchtung, dass hier wieder Legenden aufgebaut werden. Es geht ja um Grundrechenarten.
Es geht ja nicht bei dieser Entscheidung gestern um hohe Mathematik. Das heißt, man braucht da keinen Taschenrechner dafür. Das heißt, der Block, alles zusammen. Es geht auch nicht um zwei, drei Stimmen, die bei Ramelow vielleicht mitgelandet wären, von wo auch immer sie kämen. In dem Fall wäre es nicht klar, woher sie kommen. Weil wenn die andere Parteien drei Stück unterschiedlich stimmen, kann man das nicht sagen. Hier war eine Blockabstimmung, Block, Block, Block. Alle zusammen. Ja? Das heißt, dies ist ein ganz einfacher, simpler Vorgang. Und ja, zu behaupten, man hätte gab. Es nicht verstanden, was ja. da passieren kann, ist eine Unverschämtheit gegenüber dem Publikum, muss ich wirklich sagen. Mhm. Es sei denn, in dem Moment, wo die Frage stand, nehmen Sie die Wahl an, jemand hätte gesagt, nein, diese Wahl nehme ich nicht an, aus diesem Grund. Hat man dann nicht hätte gemacht. Herr Kemmerich besser dargestanden die, jetzt. Die Diskussion über Brandmauern ist eine Heuchelei. Es gibt die Braunbauer nicht, seitens der FDP zur AfD, solange dieser Ministerpräsident rumläuft. Schauen wir mal auf die CDU. Wie gesagt, weil die Kanzlerin hat sich heute auch geäußert. Die war gerade auf Dienstreise in Afrika. Und als sie angekommen ist, hat sie ungewöhnlicherweise vor der normalen Pressekonferenz eben ein Statement zu dieser innenpolitischen Sache gemacht. Hören wir mal kurz rein. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf. Ja, etwas schlechte Qualität ist aus Afrika hergekommen während dieser Pressekonferenz. Frau Fates, wenn sie sagt, das Ergebnis muss wieder rückgängig gemacht werden, das klingt nach einem etwas merkwürdigen Demokratieverständnis, oder? Naja gut, Frau Merkel drückt sich manchmal etwas unglücklich aus, finde ich. Aber im Prinzip meint sie, denk ich, dass es eine Neuwahl geben muss, dass Kemmerich zurücktreten muss, dass die CDU da eben nicht mitmachen kann. Und es ist ja ein Signal in zwei Richtungen gewesen, auch ein besonders dramatischer Eingriff von ihr. Sie ist ja normalerweise im Ausland nicht mit innenpolitischen Themen unterwegs. Das hat sie durchbrochen. Und sie hat außerdem äußert sie sich selten in so einer wenig zurückhaltenden Weise. Also so drastische Worte findet sie wirklich selten. Also da muss also wirklich was los sein. Und was war los oder was ist los? Es ist ein Signal in zwei Richtungen gewesen. Einerseits natürlich auch an die CDU, wo nach wie vor Kramp-Karrenbauer mit Moring kämpft oder kämpfte. Und das Zweite ist die Große Koalition auch, wo die SPD ganz klar gemacht hat oder relativ klar gemacht hat, möglicherweise zerbricht die Große Koalition an dieser Thüringen-Frage. Das könnten Sie sich vorstellen? Ja. Naja, das wäre durchaus ein denkbares Szenario. Scholz und die beiden Parteivorsitzenden, der Vizekanzler und die beiden Parteivorsitzenden waren gestern und heute unterwegs. Die CDU müsse Fragen beantworten und so könne es nicht weitergehen in Thüringen. Und das wäre schon ein, also das Thema Paktieren oder Koalieren, Zusammenarbeit mit Rechtsextremen ist schon ein identifikationsstiftendes Thema für die SPD. Ja. Deswegen könnten die daran schon was festmachen. Es gibt ja einen Koalitionsausschuss am Samstag, genau. Aus diesem Grund. Herr Neff, es gibt eben auch den Unvereinbarkeitsbeschluss ganz klar von der CDU. Keine Zusammenarbeit, nichts mit der AfD. Ist es auch ein Führungsversagen, dass es so weit gekommen ist, dass die CDU eben gemeinsam mit der AfD den FDP-Ministerpräsidenten gewählt hat? Ja, das würde ich schon sagen. Also da zeigt sich, dass irgendwie offenbar Kramp-Karrenbauer einen sehr begrenzten Einfluss hat auf Mike Moring und die ganze CDU in Thüringen. Ich möchte aber vielleicht auch noch kurz etwas zur Koalitionssache fragen. Also das fand ich jetzt gestern schon auch bemerkenswert, wie so versucht hat die SPD sozusagen diese Wahl in Thüringen sozusagen für eine irgendwie Regierungskrise mal so versuchsweise anzulegen, weil man muss ja sagen, ich meine, die Empörung war eigentlich bei der Union mindestens ebenso groß wie bei der SPD. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Differenz da ist, vermutlich zwischen den Ansichten von Olaf Scholz und Merkel oder sagen wir auch von ja, der CSU. Ja, der Ziemiak hat sich ja sehr stark versetzt. Ne? Ja. Also mag sein, aber dann hat man sich jetzt wieder gefunden. Also wenn man das jetzt eskalieren lassen will auf der Bundesebene via Thüringen, dann fände ich das
bedenklich. Ja, ist es so, ist durch diese Thüringen-Sache, werden da ganz klare Unterschiede nochmal deutlich oder nutzt die SPD das einfach, um ihr Süppchen zu kochen? Ich glaube, gestern sind schon deutliche Unterschiede zutage getreten, weil die SPD einfach sehr schnell klar war, auch von der Parteispitze her, wie sie sich dazu positioniert hat. Und genau wie gerade schon gesagt wurde, es war einfach zeitlich sehr versetzt, bis aus der Union mal eine klare Ansage kam. Wie gesagt, aus der FDP kam heute erst eine klare Ansage. Und ich glaube schon, dass die CDU sich da verrannt hat. Ne? Also ja, es gibt diese Beschlüsse zur Zusammenarbeit mit der AfD oder mit der Linkspartei. Und diese ganze Äquidistanz-Debatte wurde aber immer geführt. Dass man zu beiden Parteien den gleichen Abstand halten sollte. Genau, und auch das ganze Framing, was jetzt die FDP gemacht hat, der linke Rand, der rechte Rand und der Kandidat der bürgerlichen Mitte. Man muss sich doch mal anschauen, was die politische Realität vor Ort in Thüringen war. Das war ein Ministerpräsident, der relativ pragmatisch regiert hat die letzten Jahre, obwohl er von der Linkspartei ist. Und diese Landesregierung, die letzte, war beliebter als alle Landesregierungen der letzten 20 Jahre. Also nicht mit himmelhoch Superwerten, aber dennoch. Und da zu sagen, dass das die gleiche Situation ist, dass das die gleiche Ausgangslage ist, das ist eigentlich ideologisch gewesen, was die CDU da an der Stelle gemacht hat. Und sie hat sich damit selber in eine Sackgasse manövriert. Herr Lochum, ist das ein Problem, dass die CDU ganz klar immer gesagt hat, weder mit den Linken noch mit der AfD? Das ist eine Geschichte, die mehr aus dem Westen kommt, weil die Realität in Thüringen sieht anders aus. Ramelow ist im Prinzip die SPD vor Hartz IV. Und der Agenda 2010. Das heißt, sie besetzen mit Gewerkschaftern zusammen eine Position. Natürlich haben sie noch ein paar Spinner auch dazwischen, aber die spielen keine Rolle. Die sind eigentlich kaltgestellt unter Ramelow. Deswegen ja auch die hohen Beliebtheitswerte. Das heißt, die Behauptung auch von dem FDP-Spitzenmann und von der CDU, da hätte man gleich gefährliche Lage auf zwei Seiten, die kann die Mehrheit der Thüringer nicht nachvollziehen. Das muss man sagen. Was die SPD anbetrifft, die tut mir immer wieder sehr leid, dass ihre Spitze, ich glaube, Willy Brandt würde da ganz anders reagieren, auf die Situation, dass die CDU mit einer nationalistischen, mit Nazis im Prinzip zusammenwählt. Ich glaube, da wäre schon der Knall schon längst gewesen an irgendeiner Stelle. Die sind da sehr zurückhaltend, sehr freundlich. Die wollen einen Ausschuss gründen. Und in dem Ausschuss wollen sie beraten und da werden sie irgendwann nach Mitternacht sagen, na ja, du, CDU, mach das bitte nicht das nächste Mal. Das tut mir immer sehr leid für die SPD. Das ist ein gutes Thema. Richtig zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, denn die SPD hat die Tradition in ihrer Partei der 30er Jahre. Die Sozialdemokraten sind verfolgt worden, nicht die Bürgerlichen. Die Bürgerlichen haben damals mitgewählt beim Ermächtigungsgesetz, auch die Liberalen damals. Das heißt, wir haben hier eine, die Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht, aber wir haben Traditionsketten, die spielen eine Rolle. Und insofern kann ich den Sozialdemokraten nur empfehlen, diese Situation nicht einfach auszusitzen und weiter so zu machen, denn das führt dazu, wo es in Thüringen schon hingeführt hat, sie sind einstellig. Wo man sozusagen, dass man mehr Profilierung hat, wieder von den einzelnen Parteien, dass das einfacher wäre. Herr Neff, was würden Sie denken, wie das bei der CDU weitergeht? Und wenn die Kanzlerin so etwas sagt, dass das eben unverzeihlich ist und dass das Ergebnis rückgängig gemacht worden ist, ist das hilfreich oder kann das auch ganz falsch verstanden werden? Ja, also ich glaube letztendlich, wir haben es jetzt mit Herrn Kemmerich gesehen, der hat heute Morgen auch noch gesagt, er bleibe im Amt, dann ist er zurückgetreten. Er ist noch nicht zurückgetreten. Er kündigt den Rücktritt an oder möchte das Parlament auflösen. Und ich glaube, Mike Moring wird vermutlich eine ähnliche Entwicklung durchmachen, aber offenbar braucht er noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, aber oder zeigt das nicht, Frau Vaters, wie sehr sozusagen ein Landesverband wie Thüringen eben von Berlin dann entfernt ist, wie sehr oder wie wenig die Wirklichkeiten miteinander zu tun haben? Naja, es ist ja schon so, dass jeder Landesverband zunächst mal auch unabhängig ist. Auch andere Landesverbände, auch andere Parteien verbitten sich regelmäßig die Einflussnahme der Bundesparteien. In dem Fall ist es, glaube ich, so eine Mischung aus mehreren. Also sozusagen eine sehr sture Haltung dieses Landesverbands und möglicherweise eine Bundespartei, die da irgendwann nicht mehr so genau hingeschaut hat und auch im Vorfeld schon den Landesverband im Wahlkampf allein gelassen hat. So waren zumindest von dort die Äußerungen in der Grundrentendebatte und so weiter. Fühlte man sich da aus Berlin nicht ernst genommen. Das schaukelt sich dann irgendwann hoch. Was ich aber bei der CDU dennoch bemerkenswert finde, bei aller langsamer Reaktion, die wir da gestern gesehen haben und auch bei allen Schwierigkeiten, sich im Vorfeld da irgendwie vernünftig festzulegen und das Verhältnis zur Linkspartei mal irgendwie zu modernisieren,
was der SPD ja übrigens auch merklich schwer gefallen ist. Ja? Das nur in Klammern. Aber bei allen diesen Punkten muss man doch schon sehen, dass dann letztlich doch heute eine relativ starke Geschlossenheit auf Bundesebene da war und eine relativ starke Positionierung, fand ich auch gestern von AKK und Paul Ziemiak, dem Generalsekretär, hatte ich so stark nicht vermutet. Ich habe gedacht, die eiern eher noch ein bisschen rum, wie Christian Lindner möglicherweise. Und dahinter haben sich dann jetzt eigentlich fast alle Ministerpräsidenten, der Fraktionsvorsitzende und so weiter und so fort versammelt. Also das finde ich schon ganz interessante Entwicklung da, dass die der da eigentlich... Der Ministerpräsident Kretschmer hat ja auch ganz klar sich schon sehr stark schnell positioniert. Genau, als ja. Ostdeutscher dann natürlich mit einer besonderen Autorität in dem Fall. Ja. Trotzdem gibt es Stimmen auch vom Jungen Unionsvorsitzenden und vom Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung, also von Kuban und Linnemann, die sagen, wir können ja nicht so lange wählen, bis uns das Ergebnis passt und sagen, eine Expertenregierung so wie in Österreich wäre doch eigentlich ein gutes Mittel. Frau Krause, was sagen Sie dazu, wenn man sagt, man wählt jetzt einfach immer, was bedeutet das denn? Wenn man jetzt sagt, man muss jetzt neu wählen, weil so kriegen wir es nicht hin, ist es doch eigentlich auch ein schwaches Zeichen, dass die Demokraten, die im Landtag sind, es eben nicht miteinander hinkriegen. Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo sich unglaublich viel verändert. Und natürlich sind das neue Situationen, mit denen alle Akteure auch erstmal lernen müssen, umzugehen. Aber ich finde es wirklich schwierig. Also mir fehlt da ein Stück weit die Disziplin, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit so Äußerungen, weil da wird immer ein Stück weit, die demokratischen Institutionen werden immer so ein bisschen mit runtergezogen. Ne? Also wie gesagt, jetzt ist nicht nur der politische Schaden für viele da, sondern die Institutionen und das Vertrauen in politische Prozesse hat auch mit ein abbekommen, sowohl was innerparteiliche Willensbildung angeht, als auch andere Prozesse. Und es geht ja nicht darum, immer weiter zu wählen, sondern es geht darum, Lösungen für Situationen zu finden. Und es gab ja gestern noch eine andere politische Lösung, die auf dem Tisch lag, die aber nicht gewählt wurde. Und nochmal, ich finde wirklich dieser Moment, wo die Wahl angenommen wurde durch Kemmerich, das ist für mich das mit der AfD. Das können wir jetzt alles auseinandernehmen, Deal vorher, nicht Deal. Aber der Moment, wo er weiß, in dieser Mehrheit nimmt er das an, obwohl er nur 5% der Stimmen bekommen hat, Entschuldigung, aber das finde ich das Anmaßung. Dann hätte er sich ja gar nicht zur Wahl stellen dürfen. Ja, eigentlich. Auch das kann man diskutieren, aber wirklich den Moment dann die Wahl anzunehmen. Und er hat sich auch erst beim dritten Wahlgang zur Wahl gestellt und nicht schon am Anfang direkt. Das so, hätte man ja auch sagen können. Und das Spielchen hätte man ja noch irgendwie ertragen können, aber am Ende des Jahres, ich nehme es an, dass er hat natürlich schon der ganzen Sache sozusagen den Punkt draufgesetzt. Mhm. Und das ist natürlich eine Zusammenarbeit mit der AfD. Was aber diese Namen betrifft, ja. Herr Kuban und Herr Linnemann, mir fehlt immer Herr Maaßen. Der fehlt immer als Dritter noch dazu. Also ein geschasster Amtsleiter, der dann sagt, ich werde Ministerpräsident, wenn Sie es wollen, oder ich finde das nicht gut, ich finde das gut. Ich glaube, es ist ein Problem auch unserer aufgeregten... Er ist ganz begeistert. Ja, aufgeregt. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Ja, genau. Aber jetzt, dann schauen wir mal nach vorne. Also wenn es jetzt... Neuwahlen geben würde oder was wäre jetzt sinnvoll, wenn man sagt, das Kind ist jetzt komplett im Brunnen gefallen, es gibt eine Politikverdrossenheit, es ist eigentlich nach allen Seiten nicht eine richtig gute Lösung möglich. Herr Lochtrum, was wäre jetzt sinnvoll? Was würden Sie jetzt raten? Ja, als nächsten Schritt würde ich mir erstmal vorstellen, dass die beiden Vorsitzenden der FDP und der CDU in Thüringen gar nicht mehr ihren Posten behalten können. Mhm. Weil die haben natürlich nach 3 Monaten ein Ding hingelegt, wo ich sagen würde, wie kann man das jemandem erklären? Ich meine, man verliert ja schon, wird als stärkste Partei, geht ins Rennen, verliert, geht auf Platz 3, zieht keine Konsequenzen und in den Umfragen ist man schon unter 20% und höchstwahrscheinlich nach dieser Wolte für die CDU schon fast die Frage, ob sie nicht wie die SPD einstellig werden. Die zerlegen gerade eine traditionsreiche, sehr erfolgreiche Partei in Thüringen in ihre Bestandteile. Und niemand übernimmt die Verantwortung offensichtlich dafür. Das würde ich mal sagen, das wäre schon das Nächste dafür. Ja, aber um den Landtag aufzulösen, das Ganze ist kompliziert. Ich brauche 2/3 der Mehrheit, also eine 2/3-Mehrheit, um den Landtag aufzulösen. Denken Sie, das kommt zustande? Da braucht man natürlich nicht nur die CDU dazu, sondern man braucht noch viel mehr, weil dann müssen die Stimmen stimmen und dann müsste auch die AfD höchstwahrscheinlich dem zustimmen. Die hat aber gar kein Interesse. Das ist so ein sehr reizvoller Zustand. Die zerlegen sich alle selbst, die hängen sich gerade auf. Ja? Da kann man doch schön damit spielen. Das heißt, die Rot-Rot-Grün, FDP und SPD zusammen haben nicht genug Stimmen, um das möglicherweise durchzusetzen. Es könnte ja sein, dass der Ramelow dann einfach nochmal antritt. Das ist jetzt die Idee der Linken, aber ich glaube, die ist auch etwas merkwürdig in dieser Situation. Also die Thüringer wundern sich dann über nichts mehr in diesem Land und das wäre nicht gut. Ich glaube, der Wahlkampf hat begonnen, da sollten sie sich auch darauf orientieren und sollen Neuwahlen anstreben. Herr Neff, was denken Sie, wer würde profitieren von Neuwahlen? Ja, ganz klar, Bodo Ramelow, die Linkspartei.
die FDP würde nicht mehr gewählt werden, würde ich jetzt mal, wäre so meine Prognose. Also sie kommt nicht in den Landtag. Und das würde dann natürlich eigentlich auch die Probleme vermutlich der linken Parteien mit den Mehrheitsverhältnissen lösen. Also wenn die FDP nicht drin wäre, dann hätten sie auch eine Mehrheit. Dann wären eigentlich dann diese ganzen Wahlprozesse ziemlich unkompliziert. Ich möchte vielleicht noch eine Sache einfach auch sagen, was mich irritiert hat von Anfang an, ist, und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der CDU-Spitze, dass man eigentlich keine Strategie hatte, wie man eigentlich in diesem Thüringen Politik machen will. Weil entweder, also die haben jetzt dieses Projekt gewählt, okay, Kämmerich mitwählen, und was wäre die andere Alternative gewesen? Wäre eigentlich so, wir dulden jetzt einfach Ramelow. Wir haben eigentlich gar kein eigenes Projekt. Wir hocken einfach da im Parlament und erdulden die nächsten paar Jahre diese Regierung. Und ja, da hätte ich auch gedacht, dass eigentlich ein bisschen mehr Impulse auch von außen kommen könnten, wie man eigentlich mit dieser schwierigen Rolle umgeht, die man nach den Wahlen hat. Ein paar Themen definiert, die sie irgendwie gerne durchgeboxt hätten, also ein paar Projekte. Ich wollte noch was zur Neuwahl sagen. Unwillkürlich denkt man ja immer, ja, wahrscheinlich profitiert sofort die AfD ganz fürchterlich, weil die jetzt hier scheinbar als Sieger dasteht. Kann schon auch sein. Aber ich muss auch sagen, die haben sich ja selber auch nicht mit Ruhm bekleckert, denn sie sind mit einem Kandidaten ins Rennen gegangen, den sie dann in letzter Minute komplett fallen gelassen haben. Also wenn man für die AfD antritt, muss man damit rechnen. Das war die Strategie dahinter. Genau, das ist die Strategie. Aber das ist natürlich auch eine fiese Strategie gegenüber der Person, die da irgendwo ins Rennen geht. Kann man so zumindest sehen. Aber die AfD sieht das so und feiert das ja jetzt als absoluten Triumph. Ja, klar, dass die AfD sich selbst feiert, ist doch auch klar. Ne? Das würde ich auch machen an der Stelle. Werden sie auch feiern, weil das natürlich eine Wolte war. Man hat die anderen vorgeführt. Doch, das gehört mit dazu. Ja, das, es gehört ja im Prinzip mag auch, ja sein, aber der Zustand finde, des Chaos in einem Land gehört ja auch mit dazu. Das heißt, aus dem Chaos Nektar ziehen. Das heißt, wir sind die Einzigen, die als Retter in Frage. Aber es gibt auch so eine AfD-Anhänger und ich denke schon, dass die Frage der Verlässlichkeit, und da hat sich die AfD, muss man sagen, einfach als komplett unzuverlässig erwiesen gegenüber ihrem eigenen Kandidaten. Null Stimmen, nicht mal eine irgendwie Performer-Stimme, dann hätte es ja auch nicht geklappt. Aber das ist schon ein Debakel in dem Sinn, finde ich, auch für die AfD. Okay, aber trotzdem, ich würde mal gerne ein bisschen weiter nach vorne gucken, was jetzt noch passieren kann oder passieren sollte, auch um vielleicht Vertrauen in politische oder in Politik überhaupt wieder ein bisschen zurückzugewinnen, Frau Krause. Also ich glaube ganz ehrlich, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also an unterschiedlichsten Stellen. Auch also es müssen erstmal Leute zurücktreten sozusagen, weil sie sagen, sie haben das... Dass das dann immer der Rücktritt sein muss, das sollen die Parteien für sich entscheiden, aber das wirklich auch mal ernst zu meinen. Also das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, dieses Taktikmoment, was einfach an so vielen verschiedenen Stellen da durchleuchtet, das ist genau das, was Menschen an Politik frustriert, und zwar zu Recht. Und wir müssen einfach sagen, es ist so viel jetzt passiert entlang dieses ganzen Prozesses. Die AfD hat auf jeden Fall Futter für ihre eigene Kommunikation, die sie sehr erfolgreich betreibt. Ne? Alleine jetzt so dieses Gefühl, da sind zwei Lager, die aufeinander zugelaufen sind und es ist eigentlich Chaos. Das spiegelt ja eigentlich auch nicht die Situation in Deutschland. Wir haben nicht so eine Links-Rechts-Polarisierung, wie das jetzt da eigentlich so wirkt oder also wenn man so dargestellt in wird. Wenn man in den sozialen Medien guckt, dann hat man schon den Eindruck, das ist so. Die Sozialmedien sind da ja nicht so unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung. Das darf man ja nicht vergessen. Und wie gesagt, also quer durch die Bank, wirklich auch Äußerungen auch von Journalistinnen und von Journalisten, von denen man das sonst nicht so gehört hätte. Also ich glaube schon, das hat an gewissen Stellen Nerv getroffen. Und ich glaube, politische Verantwortung zu übernehmen, das ist ein ganz großer Teil von Glaubwürdigkeit. Und jetzt auch einfach eine Konstanz in die Prozesse reinzubekommen. Also das Vertrauen in die demokratischen Prozesse hat ja eigentlich am Ende am meisten gelitten. Insofern würde ich schon sagen, eine Neuwahl ist jetzt vielleicht einfach wichtig, um allein dann zu sagen, okay, das ist jetzt völlig verkorkst, jetzt machen wir nochmal neu, auch wenn eine Glaubwürdigkeit. Welche Lehren müssen dann Parteien wie FDP, CDU oder aber auch SPD ziehen, Frau Fates, wenn man jetzt einfach weiter auch auf andere, jetzt demnächst wird in Hamburg gewählt, also vielleicht gibt es ja auch da unklare Mehrheiten, weiß man ja auch alles nicht. Also das, woran man so gewöhnt ist, die ganz klaren Mehrheiten, gibt es so einfach nicht mehr. Also welche Lehren sollte man ziehen daraus? Naja, man muss schon erstens klar kommunizieren, denke ich.
Und man muss, und gerade auch die CDU oder die Union muss schon auch ihre, die Möglichkeit von Bündnispartnern überdenken. Es ist halt einfach nicht mehr so einfach wie vorher. Da war die FDP und die SPD. Sie haben sich jetzt schon auf die Grünen zubewegt. Jetzt muss sie sich halt auch schon nochmal überlegen, was machen sie, wenn irgendwie noch x kleinere andere Parteien da vorbeikommen. Und auch, wie geht es mit der Linkspartei weiter? Das hat die SPD einen... ist da sehr, sehr schwer dazu gekommen, jetzt mal langsam auch auf Bundesebene über Rot-Rot-Grün nachzudenken. Es ist schon fast nachvollziehbar, dass es dass die CDU sich da noch schwerer tut. Trotzdem wird sie es machen müssen. Und von wem, Herr Neff, sollte die CDU versuchen, Stimmen zurückzubekommen? Weil es gibt natürlich eine große Auseinandersetzung innerhalb der Union mit der Werteunion, die auch die sagt, man könnte sehr wohl mit der AfD auf verschiedenen Ebenen irgendwo auch arbeiten, die das nicht so knallhart ablehnt. Ist das sinnvoll, um Leute auch von der AfD wieder an die CDU zu binden? Na gut, ich meine, die CDU muss gar nicht unbedingt Stimmen zurückgewinnen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie die CDU muss jetzt wieder irgendwie mehr Prozent machen oder so. Also ja, aber im Interesse der CDU ist es doch, Stimmen von der AfD zu gewinnen. Natürlich ist es im Interesse der Partei, das ist klar. Ja, im Grunde genommen sind alle Stimmen willkommen, egal von welchen Lagern sie kommen. Im Augenblick ist ja auch die Entwicklung eher eine andere, es rutscht. Das heißt, die CDU, wenn sie überhaupt das halten kann, was sie zum Beispiel in Thüringen hat, ist das schon sehr gut. Sie hat ja das Schicksal der SPD vor ihren Augen, einstellig. Und die Fehler, die jetzt gemacht worden sind, die sind natürlich auch im Image sehr, sehr, sehr schwer in jeder Hinsicht. Das heißt, man hat 3 Monate rumgeeiert, sehr unterschiedliche Signale gesandt und jedes Mal wurde das wieder einkassiert und so weiter. Das heißt, man hat ja kein Gefühl als auch traditionelle CDU-Wähler. Ich habe gestern mit CDU-Wählern gesprochen, auch Leute aus dem Westen, die sagen, ich überlege, ob ich austrete, weil einfach diese Situation so fatal ist, ja, sagen wir, mit dieser Spitze, mit diesem ganzen Kost, der da an dieser Stelle läuft und man auch tatsächlich die Polarisierung gerade gegenüber Ramelow nicht so empfindet im Land. Das heißt, man sieht das viel lockerer, selbst Leute, die 40 Jahre lang in der CDU sind, sehen das lockerer. Ja. Das heißt, selbst das Eichsfeld in Thüringen, also der schwarze Kern der CDU, die Herzkammer der CDU, plädiert eigentlich für ein Öffnen Richtung links und nicht Öffnung Richtung AfD. Und genau das Gegenteil ist passiert. Okay, was würde das dann heißen? So, das wäre dann sinnvoll, wenn man hätte Ramelow mitgewählt? Es werden beim nächsten Mal, bei der nächsten Wahl, werden sich sowohl die Linken als auch die AfD bei der CDU weiterhin bedienen, was die Wähler anbelangt. So wird es sein. Frau Krause, was würden Sie sagen, was für eine Lehre muss daraus gezogen werden, dass man sagt, also ganz konkret in Thüringen, was denken Sie, was wäre sinnvoll, da jetzt mit welchem Ministerpräsident, mit welcher Konstellation und wären Neuwahlen dann wirklich das Beste? Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass es schon auf Neuwahlen hinausläuft, einfach um da auch die Glaubwürdigkeit durch den Wahlprozess nochmal zurückzuerlangen. Aber es ist vielleicht ein bisschen idealistisch von mir, aber ich wünsche mir schon, dass im weiteren Prozess auch immer mitgedacht wird, was beschädigt Institutionen jetzt weiter und was beschädigt Vertrauen weiter und was nicht. Weil wenn das Vertrauen erodiert weiter in die Demokratie, es gibt einen Akteur, der profitiert davon, das ist die AfD, alle anderen leiden am Ende darunter. Und da sage ich mal, wir leben vielleicht auch nicht mehr in einer Zeit, wo man für den eigenen Machtgewinn und die eigene Taktik das so ein bisschen in Kauf nehmen kann, weil ich sag mal, die Decke ist ein bisschen dünner geworden und an vielen Stellen können wir uns das eigentlich nicht mehr leisten. Und das Verantwortungsempfinden auch für den demokratischen Prozess an den Stellen würde ich mir dabei allen Akteuren wünschen. Das geht für alle demokratischen Parteien. Okay, Herr Lochthofen, welchen Anteil hat eigentlich Bodo Ramelow an diesem ganzen Debakel? Dass er gedacht, er hatte ja auch keine Mehrheit, Mehrheit und hat sich irgendwie. Das ist vollkommen richtig. Er musste natürlich jetzt nach außen hin auch dokumentieren, dass er handelt. Das heißt, er konnte auch nicht lange sich treiben lassen. Er musste irgendwann diese Wahl ansetzen, sonst hatte es keinen Sinn gehabt. Und hat eigentlich gehofft, dass in der CDU, so kennt er ja nun auch über viele Jahre hinweg einige in dieser Partei, dass da 3, 4 kommen und dann hat sich die Sache. Und dann kann man tatsächlich, die freuten sich tatsächlich auf eine Minderheitsregierung und eventuell mit dem anderen irgendwas aushandeln zu können für Deutschland ein neues Beispiel. Das heißt, er hat Beispiel. Aber nicht gut vorher aber das vorbereitet? Er hat nicht gut genug mit den CDUlern gesprochen, oder was? Nein, da gibt es immer Ebenen. Das ist ja genauso, wie die sagen, es gab keinen Kontakt zwischen der AfD und der FDP. Das müssen ja nicht die Parteivorsitzenden sein, die miteinander Kontakt haben. Nein, im Augenblick, ich muss ja sagen, Thüringen ist ja noch nicht verloren. Also 3/4 der Bevölkerung haben ja, wenn sie zur Wahl untergegangen sind, erstmal positiv gewählt, also vernünftige demokratische Parteien. Das muss ja nicht immer schlechter werden. Aber ich hoffe auch, dass diese Konfliktsituation letztlich dazu führt, dass auch viele mal sagen, jetzt müssen wir uns auch genau überlegen, jetzt müssen wir uns engagieren, jetzt müssen wir bei der nächsten Wahl vernünftig etwas tun, sonst rutscht uns das weg. Okay, was wäre Ihre Prognose? Wer wird Ministerpräsident in Thüringen demnächst? Ich
würde mal sagen, bis zur Neuwahl geht es noch ein bisschen hin und her, weil die Prozedere ist ja kompliziert. Es gibt verschiedene Wege dorthin, aber jedes Mal müssen Mehrheiten gesucht werden. Am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass Ramelow noch einmal zugewinnt. Wir werden sehen, wie die Konstellation dann im... Was wäre Ihr Tipp, Herr Neff? Ja, ich glaube auch Bodo Ramelow. Also er wird am meisten profitieren von diesen ganzen Vorgängen. Und Sie, Frau Vater? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und wird das also Auswirkungen auf die Hamburg-Wahl haben? Wird die FDP da zum Beispiel, die steht ja auch irgendwie bei 5%, ja, ich meine, wird die da vielleicht gar nicht reinkommen? Wenn man der FDP in Hamburg zuhört, dann haben die sozusagen alle Hoffnungen seit gestern begraben. Ja, also. Okay. Ihr Tipp noch? Ja, ist langweilig. Ich würde mich da auch anschließen. Okay, gut. Das ist ja auch der Grund, warum Lindner so aktiv geworden ist, so schnell. Weil Hamburg natürlich ansteht. Und wenn sie da noch verlieren, dann ist Lindner dran. Im zweiten Anlauf so schnell, Okay, also es bleibt spannend. Wir beobachten das natürlich weiter. Das kennen Sie bei Phoenix. Schönen Abend noch. Tschüss.